Energie ist in zahlreichen Formen auf unserem Planeten Erde vorhanden und wird von allen Lebewesen benötigt. Seit Menschen die Erde bewohnen, werden zusätzliche Kraftquellen genutzt, sei es die Energie der Tiere, des Feuers oder des Wassers. Auch der Wind wird schon seit Jahrhunderten als Antriebskraft verwendet. Erst vor etwa 200 Jahren entdeckten wir Menschen die fossilen Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Die Erzeugung von elektrischem Strom hat uns ganz viele Möglichkeiten gebracht. Leider bringt das technische Zeitalter auch große Nachteile mit sich. Wie wir inzwischen wissen, gelangen durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen Verunreinigungen und zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das heizt unserem Klima ein und verursacht den Klimawandel. Außerdem werden die Vorräte für die Nutzung von Erdöl, Erdgas, Kohle und Atomenergie immer weniger. Und was den Abfall aus Atomkraftwerken betrifft? Bis heute weiß niemand, wo dieser gefährliche radioaktive Müll entgelagert werden kann. Aber zum Glück gibt es hervorragende Alternativen. Sonne, Wasser, Wind. Biomasse und Erdwärme sind ständig vorhanden und stellen die sogenannten erneuerbaren Energien dar. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Ist übrigens Willi, der Windkobold, der uns auf der Suche nach klimafreundlicher Stromerzeugung begleiten wird. Wir können doch morgen mal die Radwege zum Windpark auschecken. Na, viel zu kalt. Da steht den ganzen Tag sonnig. Ich muss immer noch Geografie-Hausübung machen. Boah, langweilig. Und worum geht's? Umweltschutz. Da sind die Windräder doch das Richtige für deine Hausübung. Hallo Tobi, hast du morgen schon was vor? Nein, warum? Was gibt's? Moritz und Patricia wollen uns was zeigen. Aha, die Anna meint, beim Windpark gibt's coole Radwege. Supi, da fahren wir mit. Dann werde ich gleich meine Akkus aufladen. Hi, was geht? Kommst mit morgen, wir fahren zu den Windrädern. Cool, können wir da hinaufklettern? Apropos Wind. Wind bewegt rückstandslos. Windparks existieren im Einklang mit der Natur.
Dort, wo seit eh und je die Ernte auf den Feldern eingebracht wird, ernten wir heute zusätzlich die Energie aus der Luft. Windkraft ist sauber, sicher und klimafreundlich. Luft bleibt Luft. Es entstehen weder Schadstoffe noch radioaktive Strahlung oder Kohlendioxid bei der Energieumwandlung. Hallo! Hallo! Endlich sind wir da! Also hier sind zwei Windparks nebeneinander. Die erzeugen im Jahr ungefähr 80 Millionen Kilowattstunden Strom. Da kann ich mir jetzt aber nichts vorstellen. Ich auch nicht. Schaut's. Ein Windrad erzeugt so viel Strom, wie 2000 Familien im Jahr verbrauchen. So viel? Was brauchen die denn so viel Strom? Fürs Licht, für Küche, für Radio und für Fernsehen. Und für viele Computer und Handys. Für alles braucht man eigentlich Strom. Ja, aber brauchen wir den Strom von so vielen Windrädern? Ja sicher, wir wollen ja nicht den Strom aus Gas, Kohle und Atomkraftwerken, denn die versauen die Luft und heizen dem Klima ein. Mit diesen Anlagen, die du hier siehst, kann man ca. 23.000 Haushalte mit Strom versorgen. Das ist ja voll cool! Das sind schon viele Ortschaften, die mit sauberer Energie versorgt werden, aber doch zu wenig Strom für alle. Und wie wird jetzt so ein Windrad aufgebaut? Zuerst braucht man ein Fundament. Das ist ein ganz schwerer Betonblock, der in die Erde eingegossen wird. Er trägt das ganze Gewicht des Windrades. Je nach Windradmodell werden die Stahl- oder Betonteile aufeinander montiert, bis der Turm seine Höhe erreicht hat. Klar, dass man dazu einen ganz hohen Kran braucht, der die Einzelteile mehr als 150 Meter hochhebt. Danach wird das Maschinenhaus gehoben. Das nennt man noch Gondel. Sie ist der schwerste Turm. Sie wiegt bis zu 200 Tonnen. Das ist so schwer wie 5 beladene LKWs mit Anhänger. Und dann kommen die Flügel. Die sind am schwierigsten zu transportieren, weil sie so lang sind. So ein Flügel kann über 70 Meter lang sein. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist so lang wie 15 hintereinander geparkte Autos. Oder doppelt so lang wie die Flügel eines Jumbojets. Und jedes Rotorblatt wiegt bis zu 20 Tonnen. Dann werden die Flügel zu einem Stern zusammengeschraubt und schon hat man den Rotor. Am Schluss wird der Rotor vorsichtig auf die Gondel gehoben und schon ist das Windrad fertig. Das Aufstellen dauert insgesamt nur ein paar Tage. Und schon hat man ein neues Windrad. Wow, in so einem kleinen Rohr kann Strom erzeugt werden? Nein, ganz oben in der Gondel. Schau, das sind Sicherheitsgurte, da musst du hineinschlüpfen. Der Helm ist dafür, dass deinem Kopf nichts passiert. Hinauf. Bis zu 160 Meter, aber du hast Glück, dass dieses Windrad nicht so hoch ist. Und außerdem kommen wir gleich zu einem Lift. Wow, geil, die Autos da unten sind ja urklein. Schau dir die Ohrenflügel an. Schauen von unten ja gar nicht so groß aus. So, und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wie wird aus wenig Strom? Wartet mal, zum Erklären schalte ich den Rotor aus. Kennst du dich da aus? Das sind ja viele Knöpfe. Ja, und nur einer ist der Stoppknopf. Also schau, da vorne die Flügel. Die bilden den Rotor und fangen den Wind ein.
Ich weiß schon, ein Flügel ist 70 Meter lang. Wenn du genau schaust, haben die Flügel die Form von Flugzeugflügeln. Und so kann aus dem Wind besonders viel Energie herausgeholt werden. Was ist, wenn der Wind von einer anderen Richtung kommt? Dafür gibt es das Windmessgerät. Die Sensoren erkennen, aus welcher Richtung der Wind kommt und leiten die Informationen an den Windcomputer weiter. Wenn der Wind nicht genau von vorne kommt, dann drehen ein paar starke Motoren die ganze Gondel mit dem Rotor in die richtige Richtung. Und was ist, wenn der Wind zu stark ist? Ab 10 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit beginnt sich das Windrad zu drehen. Und wenn der Wind sehr stark wird, werden die Flügel der Länge nach gedreht. So wird verhindert, dass das Windrad überlastet wird. Und ab 120 Kilometer pro Stunde werden die Flügel ganz nach hinten geklappt. Bläst länger so ein extremer Sturm, muss das Windrad abgeschaltet werden. Und wie wird jetzt eigentlich Strom erzeugt? Na kommt, wir schauen uns das jetzt einmal in der Gondel an. So, vor uns ist jetzt der Teil, wo der Strom erzeugt wird. Den Ring, den du hier siehst, das ist der Generator. Der ist mit den Flügeln verbunden, deshalb dreht er sich auch. Im Generator sind starke Magnete und viel gewickelter Kupferdraht. Genau, und wenn die Magneten an diesen Drahtspulen sich vorbei bewegen, dann fließt in den Kabeln Strom. Aha! Der Strom wird dann hier durch die dicken Kabel im Turm nach unten unter die Erde bis zur nächsten starken Stromleitung transportiert und in das öffentliche Stromnetz eingeleitet. So einfach ist das? Ja, Stromerzeugung mit Wind ist total leicht. Der Wind ist eine umweltfreundliche Energie, die wir immer nutzen können. Und damit ist er nicht alleine. So wie der Wind gehören auch die Sonne, das Wasser und die Biomasse, wie zum Beispiel Holz, Stroh und Kuhmist, zu den sogenannten erneuerbaren Energiequellen. Ist mir jetzt aber schon heiß. Also, damit wir von den fossilen Brennstoffen wegkommen, bauen wir Windräder. Denn desto mehr Windräder es gibt, desto weniger Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke gibt es. Den einzigen Rohstoff, den wir brauchen, ist der Wind. Und den gibt es fast überall. So einfach ist das? Machen die nicht einen Uhrenlärm? Ja, hören kann man sie schon. Aber meistens nicht mehr, als wenn der Wind durch die Bäume pfeift. Und außerdem gibt es eine Vorschrift, die Windräder einige hundert Meter von den nächsten Häusern zu bauen. Und dann kann man sie eigentlich nicht mehr hören, oder? Aha, aber ist das nicht urblöd für die Vögel? Wie meinst denn du das? Na, was ist, wenn die in diese Dingsterbum reinfliegen, in die Rotorblätter, meinst du? Die Windräder sind so groß, dass die Vögel sie gut sehen können. Und normalerweise können sie auch gut ausweichen. Auch andere Wildtiere gewöhnen sich schnell an die Windräder. Trotzdem will man in Österreich ganz sicher gehen. Darum muss vor jedem Bau eines Windrades über ein ganzes Jahr eine Vogelstudie gemacht werden. Nur wenn dort keine Vogelzugruten sind und keine seltenen Arten vorkommen, darf das Windrad dort gebaut werden. Aber was sagen die Menschen, die in der Umgebung wohnen? Sind da nicht viele gegen die Windräder? Naja, die einen meinen, dass die Windräder schier sind und die Gegend verschandeln. Und die anderen meinen, dass die Windräder schön sind. Die meisten Menschen sind für den Ausbau der Windenergie, weil sie eine saubere Stromerzeugung wollen. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie die Leute in der Umgebung mitmachen. In Österreich werden viele Windparks mit Bürgerbeteiligung gebaut. Was ist bitte Bürgerbeteiligung? Das bedeutet, dass viele Menschen hier aus der Umgebung Mitbesitzer an einem Windrad sind. Auf diese Weise gibt es in Österreich schon 1000 Windmühlerinnen und Windmühler. So wie Anna und mich. Genau. Das hört sich ja eh voll super an. Ein Windrad, sauberer Strom für 2000 Familien, gemeinsame Planung, fast keine Probleme. Supi. Cool. Nice. Es wäre heute schon möglich, Österreich zur Gänze mit diesen nachhaltigen Energien zu versorgen. Unabhängig, sauber und sicher. Ein wirkungsvoller Beitrag für den Klimaschutz und zur Aufrechterhaltung und Verbesserung unserer Lebensqualität heute und in Zukunft. Darum, lasst uns den Strom ernten.